Willkommen zurück bei Football Drama. Wir fahren einfach mal fort. Das Drumherum an dem Spiel gefällt mir sehr gut. Das Fußballspiel an sich, das kann ich nach einem Spiel noch nicht so beurteilen. Das fand ich eher konfus. Aber das werden wir jetzt sehen, wie es weiterläuft. Ich weiß nicht, ob man hier immer... Also ich habe gehört, man bekommt andere Stories serviert. Also ich denke mal nicht, dass wir hier eine Story haben. Wobei man sich dann natürlich auch fragen muss, ob vielleicht eine komplett ausgefeilte Story besser ist als so viele verschiedene Varianten. Aber ich kenne das Spiel ja noch gar nicht. Ich kann auch gar nicht sagen, wie die Qualität dieser Storyline ist. Wie es hier überhaupt weitergeht. Das müssen wir jetzt sehen. Wir spielen gegen Paris Tagul PTG. Im Princess Toilet Stadium. Letztes Training vor der Partie. Deine Spieler sind euphorisch und strotzen nur so vor Kondition. Einfach göttlich beim Jupiter. So. Wir trainieren Standards. Also, noch nicht so gut wie Pirlo, aber immerhin. Ich lasse den Developer. Freistöße plus 1. Muss man die Lautstärke etwas reduzieren. Ich hoffe, das ist genehm. So. So, wir sind jetzt bei Freistößen eigentlich vom Optimum schon mal angelangt. Stell dir dein Deck zusammen. Haben wir diese Weitschusskarte jetzt eigentlich verloren oder haben wir die noch? Und die ja auch sowieso nichts gebracht hat. Wir nehmen mal Formation 4-2-3-1. Teamplay, Tiki-Taka, Gegner provozieren Ballbesitz. So, letztes Mal haben wir die Weitschusskarte gespielt und sie war sofort weg. Also wir sollten das jetzt nicht wie ein echtes Fußballspiel interpretieren. Es wird eher so ein Kartenspiel. Aber mal sehen. Du schlurfst hinüber zum Platz. Das ist eine Sackgasse. Was auch immer du tust, es wird Konsequenzen geben. Du musst den Rubikon überschreiten. So, aus dem Princess Toilet Stadium in Floating Paris. Also Floating Paris. Paris unter Wasser. Brian Doodle, ihre Live-Kommentatoren. So, let's go. Den Modus der Meisterschaft. Einfach gegen jeden zweimal spielen und das war's. Oder gegen jeden einmal spielen und das war's. Oder... mit K.O.-Runde irgendwann. So, die Spieler nehmen ihre Positionen ein. Ein kalter Tag hier in Floating Paris. Floating Paris. So, Power 60 gegen Power 70. Jetzt ist der Power-Wert so wichtig? Was genau heißt das überhaupt? Noch habe ich nicht so ganz den Überblick hier. Kelchester spielt so etwas wie Tiki-Taka im Mittelfeld. Auch habe ich das nicht gemacht. Helchester beherrscht das Mittelfeld. Da ist eine Lücke. Tja, das hat für Helchester wohl nicht so ganz geklappt. So wie das Spiel genau berechnet wird, so ganz peilig ist noch nicht. Aber das ist ja auch nicht so wichtig. So mit Y kann ich Karma abrufen. Aktuelle Power, neueste Resultate. Inwiefern das jetzt so wichtig ist, weiß ich noch nicht. So. Neuer Tiefpunkt für Tagul, wie auch man es ausspricht. Risiko. 2-1 Risiko. Kelchester nutzt die Lücke, jetzt könnte es gefährlich werden. Aber wir kontrollieren. Misslungene Aktion von Kelchester. Decken. Tagul kommt aus dem Mittelfeld. Genialer Pass nach vorne. Decken. Peinlicher Fehler von Tagul. Risiko. Die interessanten Aktionen sind immer riskant, glaube ich. Ja, gut, das kann man ja auch nicht so bezeichnen. Aber war das jetzt kein Schuss? Der Torwart ist gewarnt. Ein Solo. Solo. Dann wähle ich das Solo denn jetzt erst aus. Und er schießt vorbei. Der Schuss von Kelchester berührt die Latte und geht ins Aus. Ah, das ist so ganz peinlich, das ist immer noch hier nicht alles. Aber naja, fast schon wieder zu gut getroffen. Wollen wir es jetzt auch nicht zu sehr analysieren. Aber ich wiederhole mich ja sowieso 1000 Mal. Aber das Spiel wiederholt sich halt auch 1000 Mal, deswegen steckt es an. So, Tagel konnte den Schuss nicht unter Kontrolle bringen. Die nennen wir auch permanent dieselben Zahlen. Also jetzt noch nicht, aber jetzt wiederholt es sich wahrscheinlich gleich. Weil ich das auch nicht nach einem Patschern beurteilen möchte, noch zwei. Kelchester spielt sowas wie Tiki-Taka mit. Ja, das haben wir ja auch gerade schon gehört. Man wird mir immer die Tiki-Taka-Karte direkt nahegelegt. Ich möchte das Spiel mir etwas empfehlen. Willst du Milch in deinen Kaffee langweilig? Ja, das haben wir auch schon mal gehört. Hoku, schmach die Pfeife, ist kein Abseits, alte Pfeife. Uff. Hört auf zu knallen, Freunde. Kelchester kommt aus dem Mittelfeld.
könnte es gefährlich werden, auch zu viel Stress. Ist auch Quatsch, dass man bei zu viel Stress nicht schießen kann. Was ist das denn hier für Luschen? Das wurmt mich. Weil ich zu viel Stress habe oder hat die Mannschaft zu viel Stress? Und wenn man zu viel Stress hat, kann man nicht aufs Tor schießen? Das halte ich für fragwürdig, dass man hier permanent den Rückzug antreten muss, dass man hier permanent vom Strafraum aus aussichtsreicher Lage zurückgehen muss, weil man angeblich zu viel Stress hat. So. Wir spielen einfach mal die Tiki-Taka-Karte. Ausstehend. Deine Worte werden erhöht, bald sollte sich was tun. War das ausstehend? Das heißt, es klappt nicht direkt, oder was? Oder wird das jetzt gleich irgendwann gemacht? So, versuchen wir es mit deiner Idee Tiki-Taka. Tja, schon eine Überraschung. Die Spieler von Kajistan beim Kurzpass zu sehen geschafft. Die verlieren nicht mal den Ball. Olle! Dominanz plus 1, Karma plus 1, Mittelfeld plus 1, Robustheit plus 1. Okay, das hat jetzt geklappt. Nicht wie beim letzten Mal gescheitert scheinbar. So, das hat jetzt nur unsere Werte erhöht. Das war jetzt aber kein... War jetzt nur eine erfolgreich gespielte Karte. Das war jetzt kein Angriff. Verstehe. Das machen wir jetzt also das ganze Spiel. Wir spielen ab jetzt quasi Tiki-Taka. So, Teameigenschaften. Ja. Risiko. Ja, das ist ein, aber ist schon wieder zu viel Stress. Aber hat der Gegner noch viel mehr Stress. Wir spielen sowas wie Tiki-Taka. Du mit deiner Kohle, deiner fetten Russenkohle. Boom. So, Freunde, jetzt macht hier doch mal. Uff. Den Ball da weghauen. Das Milch in deinen Kaffee langweilig. Das ist schon das eine Reporter Hawaii-Hemd trägt. Kalchester geht hinten kein Risiko ein. Gurkenteam am Arsch der Welt. Ihr seid ein Gurkenteam. Am Arsch der Welt. Ein Gurkenteam. Am Arsch der Welt. Ja. Die Sänger wiederholen sich auch. Das ist ja auch normal im Fußball. So, wir nähern uns dem Halbzeit-Tee. Hier passiert herzlich wenig im Spiel. Und so langsam freue ich mich auch hier mit an, weil man so ein bisschen halt reinkommt. Ein Déjà-vu von New York Football. Ja. Aber es passiert herzlich wenig. Aber das kann ja auch als taktisches Geplänkel mal interessant sein. Der Stressfaktor ist extrem bei den Gästen vor allem. Haben die eigentlich das erste Spiel gespielt? Oh, jetzt könnte es gefährlich werden. Rätschen. Da haben wir den Ball. Peinlicher Fehler. So. Das ist eine Lücke. Ja, ich glaube, der Halbzeitpfiff nähert sich. Da er immer noch Milch in seinem Kaffee möchte. Ja, Halbzeit. Es ist soweit. Ruf dich mit den Spielern zur Halbzeitpause. Was wir tun sollen. Probier es mit Formation 4-2-1-3. Warum sagt er mir das? Warum sage ich ihm das nicht? Haben wir das jetzt auch umgesetzt? Ist das der Mannschaftskapitän, der mit mir gesprochen hat? So, und war da immer noch die Tiki-Taka-Karte? Wir haben die doch gespielt. Es brennt, der stattliche Torwart ist gewarnt. Aktive Defense. Ah. Müsste ein Spieler... Gelb ist das hier, Torhüter. Oh. Torwart klatscht ab, der Schuss. Den Schuss klatscht der Keeper nur ab. Das ist immer noch gefährlich. Jetzt haben wir nur 30% Stress, jetzt wo wir hier wirklich unter Druck stehen. Verstehe, wer will und vor der gegnerischen Tribüne stehen. Da ist der Stressfaktor jetzt bei 30%. Das erkläre mir doch mal jemand. So. Oh, Torwart klatscht nochmal ab. Puh. Torwart rettet uns hier. Er hat ihn noch abprallen lassen. Sicher und riskant. Hau weg die Scheiße. Der Ball prallt durch eine konfuse Aktion ab und er ist immer noch im Ballbesitz. Es brennt immer noch lichterloh. Haut den Ball da weg, Mann. Ah. Trommelaktion, er erinnert mich so ein bisschen an Donkey Kong. Ah, oh, ganz klar vorbeigeschossen. Das war der seine Kontaktlinsen nicht drin, oder was? So. Unser Druckfaktor ist sehr niedrig. Heißt das, ist das der Druck, den wir machen, oder der Druck, unter dem wir sind? Den Anzeigen zufolge wahrscheinlich eher der Druck, den wir machen. Da ist nämlich der Ball schon wieder weg. Wir machen nämlich überhaupt keinen Druck. Sie setzen uns unter Druck. So, da haben wir den Ball jetzt aber wieder.
Und er ist aber auch schon wieder weg. Decken. Ah, es brennt, es brennt, es brennt. Ah, eine Chance nach der anderen für die Gastgeber. Ah, oh, nee, ich schieße schon wieder vorbei. Für die Galerie. Vor die Galerie steht da. Bitte die Ü-Punkte nicht vergessen. So, völlig losgelöst. So, die zweite Hälfte gefällt mir überhaupt nicht. Oh Mann, da ist der Ball schon wieder weg. Wie spielen wir denn? So. Hat er noch die Finger dran, Eckstoß. Und da ist er drin, wir liegen hinten. Das erste Gegentor für uns. Der Star hat getroffen. Ja, ja, es hatte sich angekündigt. Wir haben nur drum gebettelt quasi. Wir liegen hinten. So, und wir spielen jetzt mal. Karte haben wir schon gespielt. Wir spielen jetzt mal die Teamplay-Karte. Manchester als Trainer gestikuliert in Richtung seiner Spieler. Die Karten scheinen dann dauerhaft weg zu sein. So, jetzt ist der Druckwert gestiegen, weil wir die jetzt wohl unter Druck setzen, weil wir in der gegnerischen Hälfte sind. So, gehen mal in Risiko. Und noch knapp die Hälfte der Halbzeit. Es gibt einen Freistoß. Wann wird denn die Karte jetzt gespielt? Schöne Torchance. Schuss, aber er kann nicht schießen, weil wir zu viel Stress haben. Euer Schwachsinn. Dass man da nicht schießen kann. Aber da ist trotzdem der Ausgleich. Per indirekten Freistoß. Mit Kurzpässen nach dem Freistoß. So schnell ging dann der Ausgleich. Da möchte ich mich auch nicht beschweren, dass der Stressfaktor zu hoch war. Dass wir nicht direkt schießen konnten. So, da ist direkt der Ausgleich. Das ist wunderbar. Und die Karte, die wir gespielt haben, sollte ja auch noch irgendwann kommen. So, jetzt kommt es. Das Teamplay von Calchester zeigt, dass jeder Spieler dem anderen helfen kann. Die scheinen überall zu sein. Dominanz plus 1, Kondition plus 1, Karma plus 1, Chaos minus 1, Mittelfeld plus 1, Harmonie plus 1. So, 19 Minuten noch circa plus Nachspielzeit. Wir beherrschen das Mittelfeld. Ist eine Lücke. Schiedsrichter hat einen Foul gepfiffen, wir haben den Ball. So. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schieß, schieß. Rudelbildung und Strafraum solo kann man nicht machen, weil es mal wieder zu Stress ist. Dann machen wir es halt auf die andere Art und Weise. Hat er eben auch zum Tor geführt. Ah, schießt vorbei. Der Schuss landet in der Galerie. Knapp 10 Minuten noch auf der Uhr. Völlig losgelöst. Tentakelmonster in dem Ball aus seinem stahlharten Griff. Ja, das kenne ich aus so manchen Filmen. So. Decken, decken, decken. Kontrolle. Können wir das Spiel noch drehen oder sollen wir ja auswärts den Punkt mitnehmen? Ich denke, das können wir auch. Neben Rudelbildung im Strafraum, Solo. Das Solo gewählt. Aber waren wir eigentlich schon im Strafraum? Und ah, wie kann man denn von da noch den mehr schießen? Er schießt daneben. Soll das jetzt ein Schuss oder eine Flanke werden? Das Tentakelmonster entlässt den Ball aus seinem stahlharten Griff. Tugel kontrolliert nach dem Abschluss den Ball. Decken, decken, decken. Nachspielzeit läuft. So, können wir hier noch ein. Können wir noch was vorne reißen oder sollten wir den Punkt jetzt mitnehmen hier, bevor wir hier noch ein Gegentor kassieren? Jetzt wird es nämlich hier nochmal gefährlich und stressig. Decken, decken, decken. Ah, da haben wir den Ball uns geholt. So, ich denke, das Spiel dürfte jetzt vorbei sein, wobei es gibt vielleicht noch ein bisschen Nachspielzeit. Schieß, schieß doch einfach mal. Weitschuss. Nein, das Spiel ist vorbei. In der 49. Minute der zweiten Hälfte wird abgepfiffen. Wir spielen 1:1. Ich denke, damit kann man leben. Wir hatten weniger Torchancen und hatten einen Pfostentreffer. Wir hatten mehr Ballbesitz. Ballbesitz auch, passt auch nicht ganz. 41 zu 58%. Da fehlte 1%. Handshake Gate. Was heißt das denn jetzt? Und nun ruhen alle Blicke auf den beiden Trainern. Irgendwelche Gesten? Uma Momimi, Emily geht weg. Und ignoriert mich. Macht er jetzt eh eine Menemu oder was? Achso, nein, das ist sein Name. Ich dachte, das war so wie eine Menemu. Und raus bist du. So, er geht weg und ignoriert mich. Dann ignorieren wir ihn zurück. Du ignorierst ihn mit einem verschmitzten Lächeln. Ja, wir wollten ihm doch die Hand schütteln, aber er hat uns ja ignoriert. Zigarren-Typ da, Zigaretten. Mann, wir sind
ein stilvoller Pfeifenraucher. Wir erleben hier ein neues Handshake-Gate. Galliano kann sich offenbar selbst nach einem Sieg nicht anständig benehmen. Was? Erstmal haben wir nicht gewonnen und zweitens hat der andere uns die Antwort nicht geben wollen. Warum wird hier von einem Sieg gesprochen? Ist das ein Bug oder ein Feature? So, wir haben eine Karte gewonnen. Pressing auf dem ganzen Platz. Ermüdend macht dem Gegner aber das Leben schwer, ja. Ein Freund von Kartenspielen, deswegen finde ich das mal motivierend. So, wir spielen 1-1 in Paris. Abu Dhabi Reserve spielt 1-3 gegen FC Bollywood. Blunted Weapons. Okay, wir haben 18 Wochen, das heißt, wir spielen gegen alle Teams zweimal. Blunted Weapons gewinnt 2-0 gegen London Pensioners. Barcina Carta Geniensis verliert 0-2 gegen Chickens from the Galaxy. Volcinone FC verliert 1-2 gegen Peliludium Senectutis. Und wir sind Tabellenführer mit 4 Punkten plus 4 Tordifferenz. Auch 4 Punkten bei den Chickens from the Galaxy. Peliludium Senectutis. Auf den beiden scheinbar Abstiegsplätzen Abu Dhabi und London Pensioners. Wir gehen zur Pressekonferenz. Pressekorps. Da werden wir nun und grübeln. Wir haben gesehen, was sie da auf der Bank für Gesten gemacht haben. Was ist da draußen denn nur passiert? Nun, wir haben beide unser Bestes gegeben, das Ergebnis ist noch fair, nur der Schiedsrichter konnte uns diesen Sieg noch nehmen, was er dann ja auch getan hat. Na, wir haben beide unser Bestes gegeben, das Ergebnis ist noch fair. Es gibt plus ein Herzchen. Okay, Ihre Kommentare kommen sofort in die sozialen Medien. Zumindest war es kurz. Plus ein Herzchen. Ich dachte, dieser kastische Spruch kommt nicht gut. Hier kommt jetzt die Schlacht an den kaudinischen Pässen. Wen spielen wir denn jetzt? Täglicher Telepath, Calcesters Trainer, ich tue, was ich kann. Zeit für eine Siesta. Ball zu Belly, Slatanelli vor Abflug, fühlt sich nicht genug angebetet, braucht mehr Sklaven. Calcester-Besitzer, mir interessieren Resultate, kein Gelaber. Das Urteil. So. Boris, wollte schon der Roman sagen. Also, Ergebnis von Spiel, dass wir sind gleiche, Freunde, Brüder, Kuss. Lubrivni. Bonjour. Ich dich solle feuern. Dramatische Pause. Nun, insgesamt, du machst Horrorshow. Ich hoffe, werde noch besser. Wir sind Tabellenführer, alter Mann. Was wollen Sie? Die Folgen dieses Dialogs sind zu komplex für einen ebenso schlicht gestrickten wie faulen Anekdotenerzähler. Karte gewonnen. 442. Diese Karte lässt dein Team den ganzen Platz kontrollieren. Ja. Dritte Woche der Meisterschaft. Verfügbare Karten, persönlicher Status. In dem Sinne, beim nächsten Mal geht's weiter. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.